Also um ehrlich zu sein, habe ich keine Lust, gegen den zu kämpfen. Halt, die Fotos kann ich doch gleich machen. Aber wenn wir ganz ehrlich sind... Oh, ein Foto von der Little Sister. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist das hier ein echt... Naja, wie soll ich sagen? Beschissener Ort, um gegen einen Rosie zu kämpfen. Schaffe ich es noch? Vielleicht? Ja, ich schaffe es noch auf die nächste Leiste. Erhöht massiv die Forschungspunkte, die beim Fotografieren erzielt werden können. Oh, das gefällt mir aber sehr. Ich muss mir echt mehr Plätze holen. Ich pack's erstmal weg. Ich muss kurz nur Munition überprüfen. Das war nicht besonders schlau. Auch ganz gut, oder? Also ich hätte sie auch... Also... Ich find's gut, dass wir auf gut spielen. Und ich muss sagen, ich bin nicht gestorben. Das ist doch gut, oder nicht? Also ich find's gut. Ich nehme das mal als... Na, wie soll ich sagen? Als Sieg. Ja, ich nehme es als Sieg. Wir haben es geschafft. Ich nehme einen ziemlich blöden Weg gerade, um hier hochzukommen, aber was soll's. Ganz kurz. Die hier. So. Perfekt. Guck, die erste Little Sister haben wir schon mal. Von hier sind wir gekommen. Ja, ganz ehrlich, ich gehe jetzt. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Ja, das ist ja perfekt. Genau in der Mine. So. Zeit für die Haier, süßer Engel. Und ein neues Tonikum, Entschuldigung. Verringert den Schwierigkeitsgrad beim Hacken von Safes und Komboschlössern. Was habe ich da momentan drin? Ja, verdammt, ich brauche einfach mehr Slots für die ganzen Scheiße hier. Ich packe das auch erstmal weg. Ionischer Schrot. Ich sollte den vielleicht mal benutzen. Warte, wie viel ist da drin? Der Teddy ist weg. Und wir haben jede Menge Adam. Ja, Mann. Schaltet einen Körperplasmid frei. Jetzt habe ich nicht nach... Oh, ja. Na gut. Pass auf, wir machen ein Gesundheitsupgrade. Das muss sein. Oh, es gibt so viel. Warum gibt es so viel? Mhm, Körpertonikum. Ich schalte ein Technikum. So. Dann packe ich den rein.
Dann schalte ich einen Kampftoniker frei. Da nicht das reinmache. So. Das sind die, die ich haben wollte. Jetzt gucken wir, was es noch so gibt. Plasmide verbrauchen weniger Eve. Das nehme ich mit. Nein! Oh! Ich dachte, das wäre so permanent. Entschuldigung. Das ist ein... Ja, ich habe jetzt sowieso nichts mehr. Okay. Okay, das muss ich ja alles ausrüsten und ich habe keine Plätze, also... Ich kaufe jetzt nichts, sondern spare lieber. So. Ich glaube, hier kommen wir auch zum Wasser. Dann gehen wir erstmal hier lang. Da ist auch die Eve-Spritze, die wir aber gerade nicht brauchen. Also... Ich habe das ständige Gefühl, als würde uns jemand verfolgen. Okay. Hier kommt doch gleich einer. Ich bin mir einfach sicher, dass hier gleich jemand kommt. Houdini! Ein neues Tonikum. Wenn du stillstehst, wirst du unsichtbar. Nice. Aber auch. Ha, noch erwischt. Erstmal brauche ich das nicht. Fotos. Die Schrotflinte ist absolut schneller und das gefällt mir sehr sogar. Also wie schnell das Ding plötzlich ist, das ist unfassbar. Ah, hier komme ich auch hoch. Da ist eine Kamera. Okay. Ich gehe erstmal wieder zurück. Weil ich glaube, da komme ich auch oben lang. Und von da unten ist es schwer, die Kamera zu treffen. Hier ist was zum Abhören. Hier ist wieder so ein Herstellungsautomat und wärmesuchende Raketen. Ich kann nicht sehen, wie viel ich habe. Ich kann aber nur einen davon herstellen. Nehme ich mal mit. Und ich würde sagen, jetzt hören wir da kurz rein, bevor hier wieder einer auftaucht und uns alles versaut. Es gab Bestrebungen, den Einsatz von Plasmiden zu beschränken. Wegen der Nebenwirkungen. Blindheit, geistige Verwirrtheit, Tod. Doch was ist unsere Ideologie wert, wenn sie nicht auch angewandt wird? Der Markt reagiert nicht wie ein kleines Kind, das beim ersten Anzeichen von Unwohlsein gleich zu schreien anfängt. Der Markt ist geduldig und wir müssen es auch sein. Ich sehe hier gerade wieder 1000 Wege. Verdammt! Ich habe eine Kamera aktiviert und weiß gerade überhaupt nicht, wo die ist. Das ist doof. Das ist sehr, sehr doof. Jetzt muss ich aufpassen.
nutzen, dass ich hier... Ich lasse mich gerade ziemlich ablenken. Nein, jetzt komm! Ich muss hier kreuz und quer den Weg gehen. So, jetzt muss ich gleich schnell nach der Kamera suchen. Weil, mal sehen, wenn ich die Kamera hacke, ob ich... Da ist sie. Und jetzt schnell hin. Nichts. Ich mache mal kurz ein Auto-Hack. Ich kann die nicht hacken. Und so kann man sie auch nicht deaktivieren. Das ist eine Verschwendung von das Leben gerade. Nein, der Automat ist auch noch defekt. Na super. Komm, eine Sekunde. Zack, jetzt ist es noch weg. So. Alter. Gut, man kann Kameras also nicht hacken, wenn sie gerade aktiv sind. Was für ein Dreck. Lauf ich mir gleich wieder. Wir sind tausend Wege, Mann. Kann ich ganz kurz husten? So. Ich sehe schon wieder. Was geht denn hier? Einfach mal ins Wasser feuern. Okay. Ich glaube, jetzt sind wir ein bisschen sicher. Das können wir jetzt alles gebrauchen. Also, Kameras sind echt nervig. Oh. Schon wieder eine Katze. Alter! Was? das war nicht meine Absicht. So aus Frust gerade eine Zigarette geraucht. Nicht zu glauben, wie sehr sich alles verändert hat, seitdem ich Steinmans Praxis verlassen habe. Ich kann Richard fast nicht wiedererkennen. Sie sollen Leute auf dem Apollo-Square eingekesselt haben. Ich habe Ryan gefragt, wie er Unschuldigen so etwas antun könne. Er sagte nur, Unschuldige? Wenn sie sich nicht dafür entscheiden, Rapture zu verteidigen, dann stehen sie auf der Seite von Atlas und seinen Schergen. Es gibt also keine Unschuldigen. Es gibt nur Helden und Verbrecher. Okay. Alter, was mit der Katze? Es tut mir voll leid. Das wollte ich nicht. Das habe ich gerade überlegt gemacht. Alter! So ein dämliches Teil. Was denkt es sich nur dabei? So, zack, 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 zack. So, der erste Schritt ist getan. Jetzt brauche ich noch ein paar... davon. Und dann war's das. So, den noch. Und dann noch einer. Ja, wir nehmen den hier, weil er schön aussieht. Und zack, das war's. Geschafft. Hier ist noch was zum Hören. Hier ist kein Gegner, also können wir da auch rein. Gregory, komm mir nicht mit deinem Gejammer über die Kräfte des freien Marktes und glaub ja nicht, ich bestrafe unsere Bürger dafür, dass sie ein bisschen Einsatz zeigen. Wenn dir nicht gefällt, was Fontaine macht, dann schlage ich vor, du machst dir mal Gedanken, wie man ein besseres Produkt anbieten kann. Das ist eine sehr interessante Rose. Schau dir was zu holen.
ist das eine wirklich schöne Rose. Also überhaupt Pflanze. Ja, ich weiß von der Abriegelung der Stadt. Das ist lächerlich. Gib mir nur eine Minute. Die ersten Lazarus-Tests waren sehr vielversprechend. Wenn diese Gallica-Rosen blühen, sind wir im Geschäft. Herrgott nochmal. Hey, die Abriegelung. Oh ja, gut, ich verschwinde. Aber irgendjemand muss nochmal zurückkommen und nach diesen Proben sehen. Sie sind extrem wichtig. Diese Rosen sind also extrem wichtig. Und wir können sie nicht mitnehmen oder sonst was. Ich glaube, wir müssen hier viel später hin und bin der Zeit schon wieder voraus. Da steht hier wieder 3000 Wege, wo man überall lang gehen kann. Ich könnte jetzt einfach zurückgehen und sagen, hey, ich komme später hin, wenn ich irgendwo hin muss, aber wenn ich schon hier bin, kann ich eigentlich auch vorher schon alles gucken. Also ich bin mir jetzt aber ziemlich sicher, dass wir nachher nochmal hier hin müssen. Okay, Kontaktmühle brauche ich nicht. Ja, es gibt ja noch hier. Hier geht es gerade lang. Flammenwerfer und der hat mich ziemlich spät gesehen. So. Hey, was machst du denn? Nach oben. Nach da. So, noch den und der Flammenwerfer gehört mir. Und wenn wir später wieder hier müssen, so ganz zufällig, wieder ganz viele Gegner sind, dann sind wir vorbereitet. Schließlich gehört hier alles uns und wenn das hier abfeuert, Mann, dann haben wir einen ganz schönen Vorteil. Und eigentlich sollten wir, glaube ich, nee, von hier können wir gar nicht kommen. Kann man das, habe ich noch Abfackeln dabei? Das kann man aber nicht abfackeln, ne? Schade, schade. Genbank brauche ich nicht wirklich gerade. Halt. Jetzt war ich gerade. So, ich glaube, ich gehe jetzt erstmal wieder weg. Denn eigentlich muss ich jetzt viel später hin. Ups, falsch. Da ist die wunderschöne Katze. Malzkasten, Kartoffelchips. Was brauche ich alles noch? Guck mal, was ich hier alles übersehe. Gott, und bevor ich später wieder hier hin muss, einmal, nein, falsche Waffe. Pistole. Halt. So. So, und schon sind wir wieder zurück. So. Na, weit haben wir es ja nicht geschafft. Da ist die Kontaktmine. Ja, hier war ja noch eine Kamera irgendwo, ne? Da sehe ich das Licht auf der Kamera. Schon wieder eine Genbank. Hier sind so viele davon. Oh. Rolling Hills ist gleich da drüben. Und auch die Anlegestelle der Tauchkugel. Dann geht's direkt weiter zu Ryan. Dann also zu Ryan. Halt, Blitz. Dann schießen wir die mal schnell runter, bevor sie sich wieder aktiviert. So, da sollen wir lang. Und ihr wisst es ja, dann gehe ich jetzt hier lang. Und ich gehe auch gleich noch im Wasser lang. Sie waren der Gegner. Wo ist hin? Keine Respekt! Halt! Nein! Wollte ich ein paar Fotos von der machen. Und zack. Mehr Schaden. So, ich überspringe das mal ein bisschen, ne? Okay, das können wir nicht. Ich muss auch gleich nochmal zum Shop, um mir mehr Leben zu holen. Ach, da ist doch gleich einer. Praktisch. Ach, nichts.
Nur schon wieder schon meine wieder Zeit verplempert. Halt! Bevor ich das übersehe. Mein Ziel ist, reich zu werden. Ich bleibe, bis ich es geschafft habe. Kassette, Bandagen. Und ein Safe. Ryan wird mich unterstützen. Hacken. Oh, ja. Der scheint einfach zu sein. Komm, wir versuchen mal. Nein, was machst du? Ich brauch. Wenn es nicht so klappt, wie es klappen soll, muss man tricksen. So, das haben wir mal ohne Autohack geschafft. Und unser Geld ist voll, aber das werde ich ja sowieso jetzt gleich beim Shop ausgeben.